Jo, hallihallo Freunde und herzlich willkommen zur nächsten ganz entspannten und chilligen Runde Medieval Dynasty. Jo, wir haben es jetzt wieder Frühling und es steht eine Menge Arbeit an. Wir schauen uns gleich mal um. Ich weiß nicht, hier auf dem Feld, das sieht reif aus. Hier genauso, ne? Das ist alles. Das ist alles Roggen. Genau. Das kann also dann geerntet werden. Und wir schauen mal drüben. Gut, die Pferde sind auch beide noch fohlen. Bei den Schweinen sieht es genauso aus. Auch noch bei des Ferkel. Was haben wir hier? Die Gänse sind ausgewachsen. Okay, wir haben jetzt 4 große ausgewachsene Gänse. Dann schauen wir gleich mal drüben bei den anderen Tieren, ob sich da was getan hat. Und schauen uns auch gleich mal die Felder an. Eigentlich müssten die Möhren auch reif sein. Und hier haben wir Weiße Morcheln, was wir in der Kräuterhütte eingestellt haben. Und wir haben hier eine Quest, Leute. Sehe ich gerade. So, was machen die Schweine? Oh, die Schweine haben ein Baby, Leute. Schaut mal an. Wir haben ein weiteres Ferkel. Ist das süß. Niedlich. Wunderbar. Und wir haben hier immer noch 3 ausgewachsene Hühner. Aber ein Küken glaube ich noch nicht. Ja, sieht ganz so aus. Okay, Leute. Dann schauen wir uns mal die Felder an. Die reif? Nee, wahrscheinlich noch nicht, ne? Wahrscheinlich noch nicht. Wir haben auch ein kleines Säckchen einstecken. Wir werden mal gleich mal schauen. Tja, was mit meinem Kohl ist, da bin ich auch immer noch ratlos. Ach, ich hatte es ja ausgerüstet. Warum habe ich meinen Bogen gar nicht ausgerüstet? Beide sind ausgerüstet. Haben wir noch 8 Stück. Ich glaube, ich habe noch welche im Haus. Gut. Dann wollte ich gucken. Auf der 2 ist das Säckchen. Genau, wo haben wir die Möhre? Frühling, Winter, Sommer. Okay, die sind im Sommer erst reif. Gut. Dann. So, und dann haben wir auch 2 neue Namen für unsere Ferkel drüben am Haus. Und zwar von der Pania Lassie. Die hat mir die Namensvorschläge in die Kommentare geschrieben. Und da werden wir jetzt mal unsere Schweine danach benennen. Ich weiß nicht, kann ich das jetzt hier im Menü gleich machen? Da schaue ich gerade mal. Bei den Tieren. Schweine. Okay, das Ferkel ist 0. Und die beiden Ferkel hier. Gut. Schaue ich mal. Eigener Name. Ja, ich weiß aber nicht, welches jetzt das männliche und welches das weibliche ist, ne?
Okay, der Eber ist blau und die Sau ist lila. Dann können wir das also hier gleich machen. Gut, dann werden wir denen einen neuen Namen geben. Und zwar, das ist der Eber. Der soll Piggy heißen. Oh, wunderbar. Und die Sau, die soll Miss Miggy heißen. Genau. So, dann haben wir für die beiden Schweine auch einen Namen. Wir haben aber noch jede Menge andere Tiere, Leute. Wenn ihr Namensvorschläge habt, gerne rein in die Kommentare damit. Die Pferde haben ja schon Namen von der Natzen. Die ist auch in meiner Angesagtliste, genauso wie die Tania Lassie. Und der Eschbären und der Atze Grünkohl. Gut, schaut bei denen gerne auch mal vorbei, ne? Okay, dann würde ich sagen, was macht das Inventar? Ja, gut. Dann werden wir uns jetzt erstmal der Quest zuwenden. Werden wir erstmal gucken, wer das ist, was derjenige will oder diejenige. Und dann haben wir auch schon unsere erste Quest erledigt. Wollen wir mal. Ein Tyrann zu sein. Nee. Ah doch. Ja, ich habe mich von dem anderen Wegpunkt ich habe mich von dem anderen Wegpunkt orientieren lassen. Hello. Kann ich dir bei etwas helfen, der Vitomir? Ja, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ich wollte mein Haus renovieren, aber ich habe keinen Bauhammer bei mir. Kannst du mir einen bringen? Na klar. So, was für ein Hammer möchte der denn haben? Und wir müssen Steuern zahlen, Leute. Wir müssen unbedingt nach Gostovia. Kupferhammer will er haben. Ah ja, das kriegen wir hin. Nehmen wir uns mal ein paar Kupferbarren. Und sicherlich Stöcke. Warte mal, was brauchen wir für einen Hammer? Jetzt mal schauen. Holzstamm. Holzstamm und Stock. Okay, das ist ja der Holzhammer. Also brauchen wir Stöcke und Kupferbarren. Müssen wir ja da haben. Ja, ich nehme jetzt mal 10 Stück mit. Den Rest tun wir dann wieder rein. Ich glaube, wir brauchen keine 10, aber dass ich nicht zweimal rennen brauche, nehme ich lieber jetzt gleich 10 mit. Dann machen wir uns hier mal fix einen Kupferhammer. Nee, hier nicht. Das müssen wir am Amboss machen. Bronze, Kupfer. Kupferwaffen, Kupferwerkzeuge. Okay, der Kupferhammer. Wir brauchen zwei Kupferbarren. Okay. So, dann kriegt er einen frischen Kupferhammer. Komm, Leute, ich mach mir auch gleich hin. Weil der Eisenhammer, der ist ja fast kaputt. So. Zack. Und zack. Und dann schaffen wir das zu dem Vitomir. Dann ist die erste Quest erledigt.
Hast du den Hammer? Ja, hier bitte. 50 Reputation haben wir bekommen. Vielen Dank. Lass mich dir zeigen, wie du dir weniger oft auf die Finger holst. Vielen Dank. Test abgeschlossen. Nice. So, dann schauen wir mal auf die Karte. In Gosthofe haben wir auch zwei Quests. Die können wir dann gleich mitnehmen. Hier haben wir drei Stück hier oben. Unten haben wir diesmal gar keine. In Lesnica ist eine. Und der... Der Typ hier vom König, der ist gar nicht da. Wie es aussieht. Aber vielleicht kommt er nicht jedes Jahr. Ich weiß es nicht. Gut, der Herold, ne? Jetzt habe ich's. Der Herold. Gut, dann würde ich sagen, lasst uns auf den Weg nach Gosthovia machen. Dann können wir gleich die Steuern bezahlen. Und dann läuft das, würde ich sagen. Nehmen wir gleich die beiden Quests mit. Wie viel haben wir jetzt im Inventar? Ja, wir können die Kupferbahn ablegen. Ja, hier komme ich nicht vorbei an der Fackel. Kupferbahn ablegen. Den Kupferhammer werde ich mir mal behalten. Vielleicht will noch einer einen haben. Ne? Den Kupferhammer, den werde ich mir gleich mal behalten. Vielleicht will noch einer einen haben. Aber die Kupferbahn, die können wir weglegen. Sind wir bei 10 Kilo. Das ist nice. Gut, Leute. Dann gehen wir mal auf nach Gosthovia. Vorher können wir ja noch mal kurz zu Hause vorbeigucken, was der Hubert und die Genoveva macht. Oh, 5596, 6000 Münzen. Das ist die, ist der Piggy. Die Miss Miggy, die ist auch irgendwo. Gut. Wollten zu Hause vorbeischauen. Was machen die Küken eigentlich? Die scheinen auch Küken zu sein. Ja, also hier sind sie ja beide. Guck an. Sind beides noch Küken. So, da sind sie ja. Hallo mein Schatz. Hallo Hubert. So, dann wollen wir mal fragen, wie es um unser kleines Königreich steht. Wir müssen bis zum Ende der Jahreszeit Steuern zahlen. Die Arbeiter können nicht arbeiten, weil es an Handwerksmaterial fehlt. Was denn nun schon wieder? Was für den Moment. Goodbye. Was fehlt denn? Ich gleich mal. Miete. Was fehlt denn da? Eine Stecke da oder was? Deine sind auf jeden Fall da. Aber wir haben scheinbar eine Stecke. Zwei wird es dasselbe sein. Was ist in der Werkstatt? Ja. Weidenkorb, ja. Keine Stecke da. Dann gucken wir gleich mal im Holzschuppen. Oder ob wir es noch umstellen können. Ich würde mal sagen, machen wir mal ein bisschen weniger Brennholz. 30. Und wir machen dafür den Rest bei den Stöcken drauf. Hier nehmen wir auch 5 weg. Und machen hier 50%. Gut, dann anderen Holzschuppen dasselbe. Auch bei 40, wir machen auch 5 weniger.
Gut, hier lassen wir 25. Obwohl, nee, wir machen auf 20 runter. Hier auf 50. Gut. Dann können wir unterwegs auch noch Verstecke sammeln. Wir hier gleich anfangen. Den Sack kann ich auch aus meiner Hand legen. Zack. Wir müssen uns dann bald auch mal umziehen, ne? Aber ich glaube, ein bisschen Zeit ist da noch. Wir können ja mal schauen. Da war das. Genau, sieht gut aus. Dann gehen wir jetzt nach Gustovia, sammeln unterwegs ein paar Stöcke, sammeln die Quests dort ein und bezahlen die Steuern. Das ist der Plan für diese Folge. Und was unterwegs eventuell passiert, das werden wir sehen. Schauen mal, ob wir irgendwas finden unterwegs. Genau. Können wir gleich wieder unsere Fertigkeiten ein bisschen skillen. Oh, hier ist ein schönes Nest. Das nehmen wir uns gleich mit. Leute, hier liegt der Haufen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach Gustovia, Leute. Und ich sammle auf dem Rückweg jede Menge Äste. Ein Handwagen mit Fackel. Habe ich einen Wolf gehört? Da sind sie. Falsche Taste. Er geht jagen. Kriegen wir den Pfeil zurück? Jawohl. Nee, warum? Ach so, den zweiten Pfeil, den habe ich ja verschossen hier irgendwo. Ach, der hat einen Hasen gerissen. Uns auch gleich mit. Irgendwo hier muss mein Pfeil liegen. Oh. Aber wo ist mein Pfeil jetzt? Ist mein Eisenpfeil? Der am Wolf drin? Glaube es nicht, weil dann wäre er ja auf uns zugekommen. Naja. Gut. Einer mehr weg.
Den Pfeil haben wir zurückbekommen. Hier noch nichts zu sehen, ne? Nein. Der erste war daneben getroffen. Aber der zweite hat gesessen und da liegt der zweite. So, jetzt. Hier ist er. Zack. So. War schon mal 3 Wölfe erlegt. Und jetzt kriegen wir gleich eine Quest, dass wir Wölfe erlegen sollen. Pass mal auf. Pass mal auf. So wird das kommen, Leute. Alter, jetzt habe ich ja gar nicht. Warte mal, ich muss noch mal zurück. Jetzt habe ich ja gar nicht geguckt, was in dem Wagen noch drin war. Ich bin ein Trottel, ey. Mein Gott. Wo waren das jetzt? Da irgendwo, ne? Richtung hier. Oh Mann, jetzt habe ich mich von den Wölfen so ablenken lassen. Das jetzt, ey. Hier irgendwo ein Weg? Ich glaube völlig verkehrt hier. Das glaube ich nicht, ne? Doch, hier liegt er, ja. Was war das? Scheint aber ein anderer zu sein. Eisenerz. Was will ich mit Steine, Leute? Und hier liegt ein Knüppel scheinbar. Ist ja mal nix. Das ist einmal nix, aber... Sag mal, hier ist doch noch ein Weg irgendwo, oder? Das muss da oben gewesen sein. Er will auch in die falsche Richtung, ne? Oh Mann, jetzt weiß ich gar nicht mehr. Ja, ist schon richtig. Na Leute, den finde ich nicht mehr. Lassen wir das. Vielleicht kommen wir nochmal vorbei. Das ist jetzt blöd. Ich habe gar nicht gesehen, was da noch alles war. Die Fackel haben wir uns ja geschnappt, aber...
Rest. Er ist halt liegen geblieben. Ah ja. Ich sehe es spätestens dann, wenn ich mir das Video nochmal anschaue. Freunde, dann gehen wir jetzt nach Kostovia. Und vielleicht finden wir ja unterwegs noch was. Oh, die Luchse. Nee, Leute, ich könnte mich ja noch ausspeisen. Voll ablenken lassen von den Wölfen. Dann war der Wagen auf einmal weg gewesen. Aus dem Gedächtnis. Na gut. Gibt Schlimmeres. Oh, da sind wir auch schon. Wie spät haben wir das? Aber ist noch hell. Alvin. Hallo, mein Freund. Wie geht es dir? Nun, genau wie damals, als wir uns das erste Mal begegnet sind. Warum denkst du das? Du musst dir nicht so viele Sorgen um mich machen. Bist du sicher, dass dies das Leben ist, das du dir wünschst? Nein, aber das ist die einzige... Das ist das einzige... Nein, aber das ist das einzige, das ich habe. Und wie du weißt, habe ich viel Arbeit vor mir. Ich verstehe. Ruhig mit Gizella. Eine Eisensense und eine Eisenhacke bekommen war. Wenn ich Alvin jetzt so sehe, fühle ich mich schuldig. Für mich war es nur ein Wettkampf unter Freunden. Aber ihm hat es viel mehr bedeutet. Er wollte sich beweisen. Stattdessen scheint es jetzt, als wäre nie etwas passiert. Als wäre alles nur ein Traum gewesen. Ich muss etwas tun. So darf es nicht für ihn bleiben. Ich denke, ich sollte Gizella besuchen. Vielleicht stimmt sie zu, Alvin weiter auszubilden. Okay. Gut, Steuern zahlen, pinnen wir uns das mal an. Eine Schenke. Auch nicht. Ja, das hier. Tatsächlich, Stunnyboar. Sieht irgendwie ganz anders aus, als wir uns das erste Mal gesehen haben. Der Atare wieder. Sah doch ganz anders aus das erste Mal, oder? Hallo, bist du gekommen, um deine Steuern zu bezahlen? Ja, bitteschön, das sollte reichen. Wunderbar. Ich bin. So, da sind wir aber ganz schön was losgeworden. Was geht hier ab?
Alvin. Die bleiben alle hier. Gut, dann würde ich sagen, ich mache mich jetzt auf den Heimweg, Leute. Sammeln nebenbei noch Stöcke. Und wir haben ja noch eine Quest. Hier irgendwo. Die Albreda. Hallo Albreda. Kann ich dir etwas helfen? Ich könnte wirklich die Hilfe eines starken Mannes gebrauchen. Natürlich würde ich dafür bezahlen. Betrachte mich als interessiert. Ich muss meine Familie ernähren, aber unsere Vorräte sind erschöpft. Ich habe Münzen, aber keine Zeit. Das sollte nicht schwer sein. Ich bin gleich wieder da. Rinder zu füttern. Warum brauchst du da einen starken Mann? Schauen wir mal im Journal, was er haben will. Hier haben wir Fleisch und wir sind an Bären vorbeigelaufen, ne? Naja. Haben wir hier irgendwo Bären? Keine, oder? Das dort sieht doch aus wie Bären, oder? Oh. So, unreife Bären. Ach, will die eine richtige Beere haben? Wahrscheinlich, ne? Ja, die will richtige Beere haben. Warte mal. Der Koch, das ist eine Schenk. Der Verkäufer für. Das ist die Adelina. Hallo. Hello there. Zeig mir mal, was du hast. Whatever hast du Beeren? Need, jawohl. Ich hätte gerne eine Beere. So. Mach's gut, das war schön. See you soon. Gut, eine Beere wollte die haben, ne? Also haben wir alles. Können wir gleich zurückbringen. Von der Scheune. Nee, leider nicht. Jetzt schon pennen gegangen. Steht, glaube ich, noch, ne? Das ist der Marvel. Schläft tatsächlich schon. Komm. Die hat noch gar nicht richtig geschlafen. Ich sehe, dass du hast, was ich brauche. Dieser Beutel mit Münzen gehört dir. Ja, ich denke, das sollte alles sein. Eine faire Bezahlung für eine leichte Aufgabe. 60 Münzen und 50 Reputation. Nice. Gut, jetzt kannst du weiter schlafen. Komm jetzt mal raus. So, Leute, dann können wir nach Hause gehen. Und ich werde unterwegs, wie gesagt, ein paar Stämme sammeln. Stämme. Ein paar Stöcke sammeln. Und dann sehen wir uns dann spätestens zu Hause, es sei denn, es passiert unterwegs irgendwas, ne? Dann seid ihr natürlich dabei. Ansonsten mache ich jetzt Sammelaktionen und dann sehen wir uns zu Hause. Also bis gleich.
So, Leute, wir sind gleich da. Ich habe auch Kohldampf, beziehungsweise Razzimir. Und ja, wir haben jetzt 518 Stöcke. Das sollte dann erstmal reichen, würde ich sagen. Und dann sollten wir uns Gedanken machen, ob wir einen neuen Holzschuppen bauen. Also einen dritten. Damit wir das Problem mit den Stöcken auch aus dem Weg räumen. Genau. Das wird auch passieren, denke ich. Gut, nehmen wir uns hier noch ein paar mit. Trink mal gleich nochmal einen Schluck. Oh, hier sind ja auch noch jede Menge. Die können wir auch noch einsammeln. Ja, der Magen knurrt. Wir sind dann am Lebensmittellager vorbei. Ja, wir sind auch schon ein bisschen schwer jetzt. Vielleicht schaffen wir noch die 600. Gut, Leute, dann ab ins Lebensmittellager jetzt. Die anderen sind schon wieder wach. Ich habe die ganze Nacht durchgesammelt. Oh. Edelreizka. Raus. Der Eimer ist auch schlecht. Nein, was? Das ist die Haltbarkeit. Wo ist mein Kohl, Leute? Ich weiß nicht, wo mein Kohl ist. Das nervt mich irgendwie. Dann snacken wir gleich mal was. Fleisch. Bratenes Fleisch. Das kann nicht reichen, wa? Na komm, nehmen wir uns gleich noch ein bisschen. Und das rohe Fleisch, das können wir ja auch hier reinlegen. Frühstücken noch mal ein paar Stücken Fleisch. Zack, zack. Gut. Okay. Dann werden wir gleich mal die Edelreizker in die Scheune legen. Wenn die vergammeln, dann haben wir dann Verdorbenes. Leg die mal hier in die Ecke. Falsche Taste hier sollte ich drücken. Edelreiz. Also. X, E, F und zack. Wenn sie richtig vergammeln. Die Bäume blühen schön. Mal gucken. Hier hatten wir ja auch zwei, ne? Genau, die sind noch ein bisschen kleiner, die müssen noch wachsen.
Und vor unserem Haus stehen ja auch zwei Kirschbäumchen. So Leute, dann würde ich sagen, lege ich die Stecker ab. Wenn wir die noch ein, hier räumen wir gleich mal ein bisschen auf. Auch die 600 voll. Können sie wieder Körbe flechten. Und die Schmiede können auch wieder Werkzeuge machen. Genau. Ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir auch wieder was hier im Dorf machen. Vielleicht bauen wir sogar gleich den Holzschuppen, wo das Problem los sind. Ich schaffe das mal weg, das Zeugs. ...614 haben wir. Dann sollten die erstmal arbeiten können. Und der Holzschuppen hat ein bisschen Vorlauf. Die können dann sammeln. So Leute. Wir gehen mal nach Hause zu Genoveva. Und unserem kleinen Hubert. Jetzt bin ich voll im Stocksammelrausch hier, merkt ihr. Kann schon gar nicht mehr anders. Und es regnet. In der Nacht hat es angefangen zu regnen. Jetzt regnet es hier weiter. Gut, die muss ich noch mitnehmen hier. Die haben mich so angegrinst. Haben die keine Ausrede mehr, dass die nicht arbeiten können. Ja, wir müssen hier mal ein bisschen Ordnung schaffen, ne? Kann ja nicht sein, dass das so liederlich aussieht hier. Müssen auch noch weg hier. Fällt mir nicht. Wo haben wir schon wieder 80? Löwenzahn kann auch mitkommen. Die Dörnäste kommen auch noch weg hier. Zack, zack. Nochmal zack. Piggy. Cheep, cheep. Gut Leute, dann wollen wir mal nach Genoveva und unserem kleinen Hubert. Ah, meine beiden Süßen. Alles klar bei euch? Hallo da. Wie steht es um unser kleines Königreich? Alles scheint gut zu laufen, das hört man gerne. Na dann, have a good day. Können wir beruhigt in Feierabend gehen? Gut, Freunde. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wenn das so ist, zeigt es mir gerne mit einem Like. Lasst mir gerne auch ein Kommi und ein Abo da. Ich würde mich riesig freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao. Euer Jens.